Servus Freunde und herzlich willkommen hier zur nächsten Runde der Mega-Koop-Saison in Formel 1. Ich bin nicht alleine, es ist Mitarbeiter Ray. Ah ja, hallo. Okay. Ja, bei Googie weiß man nicht, sonst sagt er immer alle auf einmal und, ja. Oder nee, nicht. Nee. Sollte nee, nicht. Genau, du, mich sagst du noch, der Ray ist dabei und dann der Rest, ne? Sagst du das jetzt? Komm, bitte. Ist das nee. Jetzt die Antwort, die wir nehmen, oder? Ja, das ist die Antwort, die wir nehmen. Ja, das ist die. Geil. Das ist die final one. Ja, versuche ich jetzt nicht. Ja, Googie, mach weiter. Ich entschuldige mich mal. Das ist mit dabei der Kai. Der ist gemutet. Tag. Oh, ja, boah. Heute läuft. Es geht so gut los einfach. Ja, ich denke es mir auch. Und dann der Viper ist mit dabei. Mädel. Der Benny. Moin. Der Michel. Jawohl. Der Pace. Moin. Und der Dave. Moin. Und der Googie. Jo. Der Googie, jawohl. Ich kann mich noch erinnern, als der Googie das letzte Mal angesagt hat, da war auch irgendwas, dass er irgendwie dann so eine lange Kunstpause gemacht hat. Ja, das haben alle gelacht instant. Da hatte ich meine Entzündung im Hals. Ja. Da ging es ja mit da hat ja das Schlucken so weh getan, da musste ich länger warten und dann hat irgendwie René etwas gemeint. Ja, stimmt. Und das war es auch wieder vorbei. Ah, so Leute, wir sind immer rein. Das ist auf jeden Fall ein Glücksfall, denn wir hatten ja wieder drei Strecken in unserem Zufallsgenerator und eine davon war tatsächlich Monaco. Das Rennen, das dann ja auch an diesem Wochenende in der echten Formel 1 stattfindet, wenn die Folgen kommen. Warum ist das jetzt Glück? Ja gut, für dich wäre es natürlich gut gewesen, weil du bist ja gerade erst ein 100% Rennen in Monaco gefahren. Verrückter. Ja. Oder die dritte Alternative wäre was gewesen nochmal? Silverstone. Oh ja, das wäre ich gern gefahren. Wäre auch ganz nett, ja, stimmt. Silberstein. Mit einer der ältesten, wenn nicht sogar die älteste im Rennkalender, ne? Ja, aber die ist ja so oft verändert worden. Ja. Die hat ja mit der Urstrecke gar nichts mehr gemein. Ja, und auch teilweise ja auch ausgetauscht immer mal wieder mit Donington, glaube ich, oder so. Boah, Frameanzahl gleich ja, zwei. Das leckt bei mir auch mal da an dem komischen Ladescreen. Ich kann es nicht mal weiter drücken doch jetzt. Also mir leckt nur der Sound tatsächlich. Bild der ist Sound flüssig. Leckt. Bei mir beides. Wenn, dann das komplette Programm. Ja, Mensch und Mensch schon. Erster Blick auf die Wetterkarte. Versuch also früh eine gute Runde okay. Hinzulegen. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es hier geregnet hätte. Aber es kann passieren, ne? Auch in Bahrain, oder? Ja klar, es kann in der Wüste genauso regnen. Ja, eben. Ja, Setup gilt wie immer. Wie immer. Ja. In der Wüste ist es dann immer nur sehr wüster Regen dann. Sand. Und Sandregen, oder? Rain. Ja, ist nix, oder? Wetter. Technisch. So, nach wie vor dürfen wir auch die Gewichtsanpassung hier machen. Also im Rennen, nach 20 Minuten wird die Sonne abgebissen und die Strahlen fallen weg. Also gefährlich. Das ist hier schon ein sehr romantisches Zwielicht auf jeden Fall. So, ja. Also die Scheinwerfer von der Tribüne ragen direkt in meine Box rein. So, wer fährt denn schon? Wen kann ich denn zuschauen? Ja, ich wollte auch heute mal die Ray-Taktik machen, aber ich fahr jetzt doch raus, mir zu langweilig sonst. Ja, einer muss sich auch opfern. Bevor mir fährt ein Williams. Sag mal so, Q1 ist ja meistens sowieso immer so ein bisschen Formsache. Ja. Ja, Kai würde jetzt sagen, das fährt er locker aus dem Handgelenk. Dreimal. Achso, der Lukas lässt sich heute wieder entschuldigen, ne? Ja, genau, der sollte heute eigentlich wieder dabei sein. Aber dann kam ganz kurzfristig doch was dazwischen. Aber ja. Ich sag mal so, ich sag jetzt die Begründung nicht, weil ich weiß nicht, wie aktuell das Thema sein wird und wie auch immer. Auf jeden Fall, die Ausrede ist plausibel und ist okay. Und ja. Renngeheim. Renngeheim, ja. So, und wir nehmen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es vielleicht noch geheim, ich weiß es ja nicht. Ja, ist es auf jeden Fall noch. Ja. Und heute ist auch der Tag, an dem wir aufnehmen, an dem Formel 1 2017 offiziell angekündigt wurde. Das ist natürlich jetzt für euch schon wieder anderthalb Wochen her, aber wir können ja trotzdem drüber sprechen. Ja. Denn Classic ist back. Das ist richtig geil. Ja, das stimmt. Das ist, ich feiere das. Auch wenn ich sagen muss, noch geiler wäre, wenn man wirklich diese klassischen Rennen, also mit dem kompletten Starterfeld fahren könnte. Halt, das wäre halt. Weil ich glaube, das sind ja nur so Time Trials, die man dann so machen kann und so weiter. Ne?
Also ist tatsächlich so, dass das in die Karriere eingeflochten wird auch, dass man dann an Wochenenden zum Beispiel hat man auf einmal so ein Classic-Event, wo man mit so einem Classic-Auto irgendwie fährt. Ach so. Und, du kannst aber auch tatsächlich Time Trial und du kannst, glaube ich, auch Einzelrennen kann man auch fahren und Multiplayer kann man auch fahren, soweit ich das jetzt gelesen habe im Codys Blog. Also nochmal ein Ticken erweiterter als in F1 2013. Das heißt quasi genau. So als Showcase-Event fährt man halt vorm Rennen mal noch so mit dem Alten, um den Fans so ein bisschen zu zeigen, was da damals abging und so. Beim Nürburgring, also scheiße, Nürburgring fahren sie nicht mehr, sonst hätten sie jetzt sagen können, wir fahren noch die Nordschleife oder so. Ja, das wäre natürlich mega. Aber ich habe auch was gelesen von Streckenlayouts. Es soll mehrere Streckenlayouts jetzt wohl geben. Keine Ahnung, wie das dann umgesetzt wird. Dass man was sie halt damit auch meinen, das ist ja immer so eine Umschreibungsgeschichte. Ja, zum Beispiel, auch, ich glaube nicht, dass man jetzt einen Short bei Abu Dhabi oder sowas fahren kann. Nee, nee. Weil das ja nicht Teil der Formel 1-Lizenz ist, aber wer weiß. Wer weiß, was sie da Vielleicht eher was Richtung alter Hockenheimring oder sowas. Oder das wäre vielleicht das Schlupfloch für Hockenheim generell, weil es da sonst nicht drin. Stimmt, ja. Ja, wäre auf jeden Fall cool, wenn sie auch so ein paar klassische Strecken, auch so Imola oder sowas halt mit reinbringen würden oder sowas, wo halt früher gefahren wurden, würde ich schon. Ja. Ich meine, die Assets von Imola und früher reden, das ist schon irgendwie für mich irgendwie voll falsch, aber ist halt leider echt so. Ja, die Strecken haben sie ja in anderen Games schon gehabt, von daher. Ich meine, andere Spiele, Entwickler im Racing-Bereich kriegen diese ja auch irgendwie. Also warum sollte nicht ein Formel-1-Spiel zum Zuge eines Classic-Modes oder weiß ich was Modes, wie sie es auch immer betiteln, das nennen können. Ich meine, die müssten halt wahrscheinlich andere Sponsoren halt verwenden, aber das ist ja egal. Also vielleicht ist ja jetzt mit Liberty Media auch diese Lizenzgeschichte ein bisschen lockerer geworden. Ja, kann gut sein, ja. Klar. Ja, die wollen ja sowieso im Bereich Vermarktung da sowieso glaube ich, mehr für die Fans irgendwie tun, habe ich heute irgendwie mal so mitbekommen. Und für einen Fan ganz besonders. Für einen Kimi-Fan. Und da wird schon direkt die 32er Marke unterboten. Teamfunk. Nicht einmal hingekriegt, Teamfunk. an die Zuschauer, ich bin gerade im Teamfunk. Das ist jetzt eine Ausrede. Cookie und ich probieren das gerade mal aus, quasi miteinander zu kommunizieren. Die anderen hören uns jetzt nicht, deswegen hört ihr die ab und zu reden und ich rede trotzdem. Cookie hört mich aber. Ja, aber Manikur würde ich am meisten. Ja, genau, ich höre dich. So ich bin jetzt auch im Teamfunk. Das heißt, die anderen hören uns nicht. Genau, und das heißt, ich bin Manikur in meinem virtuellen Rennfahrerleben erst zweimal gefahren. Ja, es wird einfach die Premiere hier in bei uns und im Team sein. Wir sind die Ersten heute, die das nutzen. P oder das mehr oder weniger als Testpiloten mitnehmen. Ja, beim Ride 2 bin ich auf jeden Fall gefahren. Ride 1 habe ich nicht gespielt. Kann gut sein, dass es die auch gab da. Also, da kannst du schön weiterfahren. Bist du richtig mit dem Formelfahrzeug gefahren? Ja, ja, in Liga sogar damals. Oh ja. Und war schön. War sehr, 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 sehr geil. Das war, ich weiß gar nicht, was das für eine Mod war. Ein bisschen länger her. Ja, die Gefahr ist, glaube ich, 2005er Formel 1 mäßig war das angelegt. Dass halt die alle gleichzeitig reden. Deswegen, werden es halt nur auf sehr taktische Sachen reduzieren. Also, aber nochmal, dass ihr die Strecke ist. Entschuldigung fürs doppelte Gelaber. Also wenn man die mit dem Formel-Auto fährt, die ist wirklich genial. Da sind mega die Kurven. Aber, also Kurven sind ja auf jeder Rennstrecke, aber da sind halt besonders nice. Aber hieß es nicht irgendwie jetzt kürzlich, dass da wieder was gefahren wird? Da war doch irgendwas. Ja, aber das war Paul Ricard, glaube ich. Ach so. Ja, Paul Ricard. Ne, eine weitere Asphaltstrecke. Yeah. Genau. Ja, eigentlich auch eine Teststrecke. Magnicur. Ja, aber Paul Ricard hat glaube ich, den Rekord für die meistmöglichen Layouts, die man auf einer Rennstrecke oder sowas machen kann. Ja, das stimmt. Das sind weiß ich wie viel über hunderte Layouts, die man da machen kann. Ja, weil es auch eigentlich eine Teststrecke ist, soweit ich weiß. Ja, gut, aber ich glaube, Blancpain-Serie war da. Ja. Was war da noch alles? 12-Stunden-Rennen ist dort, wenn es mich nicht täuscht. Ja, also es werden ja schon einige Sachen da ausgetragen, so ist es ja nicht. European Le Mans Series fährt dort auch, wenn ich mich nicht täusche. Wenn du sie mietest, ist es die teuerste Mietstrecke, die es gibt. Ach du Scheiße. Was kostet das denn? Pro Keine Stunde? Pro Stunde? Ach so, nach Kartfahrpreisen meinst du? Ja. Mich mal nach einer Stunde fahren. Ich glaube, da geht das eher nach Tagen, oder? Ja, ich denke sogar nach Wochenenden, je nachdem, so vielleicht. Also, als ich sie das letzte Mal gemietet habe, da war sie noch ganz günstig. Okay. Bei uns ein Test, oder? So ein bisschen flach anfahren, aber oh, die ist schwierig, ey. Nach Sektor 2, ne? Hallo, der knickt, ja. Was war los? Wird besser. Wollt ihr zugucken, Mensch.
Wäre auch besser. Die Kurve, wo du jetzt durchfährst, Michi, die ist irgendwie scheiße zu fahren. Die ja, da muss man halt echt schauen, wo man bremst, ne? Das ist so ein Knick halt, so ein Rechtsknick, da. Hier ist der Curb extrem hoch. Ja, da soll man aber auch nicht so weit innen drüber fahren. Nee, ich weiß. Das war auch leider Bremsfail. Ja, an die Zuschauer, der Dave ist heute für Williams unterwegs. Ja, wollte ich nochmal so erwähnt haben. Ja, ich wurde rausgeschmissen von Renault. Ja, ich habe halt einen besseren gefunden. Ich meine, Cookie. Hallo, was will man mehr? Ich habe schnelle Österreicher. Als ich dann das Video da so gesehen habe, Dave fährt mit, scheiße, jetzt bin ich meinen Platz als Fahrer los. Das war's. Nein. Wenn ich so ergebnisorientiert wäre, dann hätte ich sowieso hier nichts zu suchen. Also. Ja, war jetzt eh nur ein Scherz gemeint. Ja, weiß. Nur so für die Zuschauer, die fassen das ja immer so. Weil manche nehmen das immer so alles direkt komplett ernst. Ding ist, dass ich jetzt irgendwie auch die schlechtesten Cockpits übernommen habe, weil zum einen war ich in der Position von Palmer quasi und jetzt bin ich in der Position von Stroll. Beide nicht so die stärksten Piloten aktuell. Ja. Und man muss ja ans Niveau anpassen, oder? Ja. Aber wenn ich das Niveau eines echten Formel-1-Fahrers hätte, würde ich es feiern. Ja, eben. Auch wenn es Palmer wäre. Ja, egal. Hauptsache Formel 1. Palmer war ja, glaube ich, beim freien Training in Spanien nur noch 3/10 hinter Hülkenberg. Da meinte ich auch zum Anton so, ja, wart ab, bis Hülkenberg auch die Updates ans Auto bekommt, dann ist Palmer wieder 3 Sekunden weg. Dann war Palmer irgendwie wieder 10 Startplätze im Qualifying zurück. Auch krass, wie unterschiedlich die beiden sind vom Fahrstil her, ne? Oder von der Geschwindigkeit her. Oh ja. Ach, ich war gerade vor der letzten 5/10 schneller. Letztes Jahr war er ja gar nicht so schlecht wie heuer. Das wundert mich ja immer. Vielleicht ist Magnussen auch nicht so schnell. Aber der hält ja doch ganz gut mit Grosjean mit, glaube ich. Also Grosjean hat ja auch zwischenzeitlich mit Raikkonen dieselbe Pace fahren können. Ich glaube, der kann schon was. Ich glaube halt einfach, dass 2017 sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, weil die Autos halt zum einen sehr viel schneller sind, sehr viel fordernder und vielleicht lassen sie sich manchmal leichter fahren, weil du halt für manche Kurven nicht bremsen musst. Aber ich glaube auch, dass die grundsätzlich ein bisschen zickiger agieren in so Kurven. Wenn du da ein bisschen besseres Händchen hast, dass du da direkt einen größeren Abstand rausfahren kannst. Ja, ein bisschen fordernder meinst du, ne? Mhm. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen zum Fall. Viper und Dave, ihr macht's aber auch sehr, sehr eng, oder? Ich denk's mir gerade. Ja, das wird so spannend zwischen den beiden wieder. Ich bin schon mal froh, dass ich nicht mal eine Sekunde zurück bin. Ich muss echt sagen, das Monsterrennen, wer es noch nicht gesehen hat, ey, schaut da unbedingt nochmal rein, es war so geil. Ja, vor allem die Startphase. Extrem. Startphase, ey. Ja. Bis Runde 12, 13, 14, 15 war das auf jeden Fall mega. Fünf Leute, glaube ich, vorne, ne? 4, 5 Leute. Ja. Ständiger Positionswechsel durch den Windschatten. Durch die Lags übrigens auch, ja. Ja, ohne Witz. Vor allem, ich habe das ja mal angeguckt, aus euren Sichten. Ist es ja wirklich so, dass ich in der Zeit einfach stehen geblieben bin. Ich habe das ja nicht irgendwie wieder dazu bekommen. Das heißt, es ist ja eigentlich echt verlorene Zeit, die ich da hatte. Das war schon ein bisschen scheiße. Muss ich so sagen. Aber ich meine, ich bin es ja gewohnt, mit Handicap zu fahren. Ja, das war kein Problem. Ja, klar. Ja, klar. Natürlich. Tut einfach nur so, hat einfach angehalten in der Zeit. Ich wurde auch mal gefragt, warum Michel bei mir ein orangenes Fahrzeug hat, weil ich die 2017er Skins zumindest noch drauf habe. Der Witz an der Sache ist ja, dass ich bis ein Rennen vorher auch einen orangen Skin gefahren bin. Bei mir. Ja, ich wurde auch gefragt, warum Dave sein Renault so helles Gelb war und mein Gelb so ein bisschen dunkel ist. Und bei mir ist die Antwort einfach, ich nutze die, ich glaube, Real Color 2016er Skins. Das heißt, weil manche Farben sind ja von den 2016er Lackierungen nicht ganz richtig. Bestes Beispiel war Toro Rosso. Da ist ja die Schnauze vorne viel zu gelb. Das ist ja eigentlich mehr so ein Gold. Und bei Renault halt auch. Das Renault Gelb ist eigentlich viel zu hell im Spiel. Das ist eigentlich viel, 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 wie soll man sagen, dunkel halt. Das ist ein bisschen dunkler halt einfach. Deswegen wirkt es zum Teil auch bei manchen anders dann. Oh, bei mir ist es auch bisschen anders. Vielleicht ist die 2017er Lackierung auch ein bisschen anders. Ja, klar, natürlich. Ja, ich wenn sie 2017er sieht auch anders aus. Auch weiß statt schwarz zum Beispiel. Und ich sollte langsam mal rausfahren, fällt mir gerade auf. Ey, ich laber und guck zu und die Zeit läuft. Ich bin noch kein Meter gefahren. Alter Falter. Das wäre geil, wenn er jetzt nicht mehr die schnelle Runde schaffen würde. So. Okay, die Mercedes. Oh, die ich sehe es gerade. Richtig. Was ist da los? Was mit dem Mercedes?
Bottas. Ich will erst mal gucken. Also Hamilton fährt auf Softs und Bottas... Ja, sagen wir es mal so, er ist kein... Also, du hast ja die Fahrer getauscht, oder? Boah, gehst euch aus mit euren Scheiß so jetzt. Achso, ja, Rosberg quasi. Rosberg will nicht der Nummer 2 Fahrer sein, ja. Alter. Wobei momentan hat den Hamilton schon in der Tasche, also der ist jetzt schon mal vorne. Ja. Oh mein Gott, ja. Oh Gott. Hä, wovon redet ihr? Oh Gott. Hamilton ist raus. Er hat sich aber jetzt selbst rausgeschossen. Kämpft die da miteinander, oder was? Ja, er ist quiert, sag ich, Verstappen oder so hinten drauf gebrettert. Ah. Weißt du nicht, wer das... Das ist Ricardo. Ach, das war wieder so ein typischer 2016 F1 KI-Move, wo die einfach nicht rallen, dass die vielleicht zur Seite gehen sollten und... Oh Gott. Und der Hinterherfahrende hat auch keine Ahnung, wie er ausweichen soll, sondern fährt einfach nur voll hinten drauf. Glaube, ich fahr einfach nochmal raus. Mit dem gleichen Reifen. Wie lange, wie lebt er noch? Ja, geht doch noch. Wir sind im mittleren Sektor, Viper, dieselbe Zeit gefahren. Jo, stimmt. Ist es bei dir, ist bei dir deine Zeit Lieder angezeigt? Nee, deine. Okay, ja, dann war ich 0,0001, vielleicht schneller. 10.000 warst du schon. Ja, bei mir ist die Zeit vom Dave lila. Ja, genau, okay. Okay, weil ich dachte, vielleicht ist es bei jedem Fahrer, dass seine eigene dann immer lila gekennzeichnet wird. Als Motivation oder so. Also ob Codemasters das jemand dazu motiviert, schnell zu fahren. Auf 1-2 Zehntel komme ich dann noch ran, wenn ich eine richtig gute Runde erwische, glaube ich. Ich war schon auf der Tendenz, war ich schon unterwegs, so 1,35-0. 1,36-0, ne? Ja. Das war auf jeden Fall drin, aber... Gelbe Flagge, Sektor, letzter Sektor oder Startziel? Nee, nicht. Wie komme ich auf 1,35? 1,32, so. Aber wenn du 1,35 hinkriegst, dann... Dann wird's knapp. Dann kannst du gegen Ericsson konkurrieren, das ist nicht schlecht. Und gegen Harianto so, das... Den gelbes Auto. Abschussmodus aktivieren. Was? Bei mir zählt's halt noch, geht's um noch was, ja? Wenn Benni, ich jetzt die läuft, wo bist du? Ich bin jetzt auf 6. Kann sein, dass wir alle auf 1 bis 7 sind aktuell. Also bis auf Way. Ja. Ja, dem Raiden werde ich jetzt noch mir schnappen, dass er keine Zeit mehr setzen kann. Ich glaube, die aktuellen Platzierungen, das spricht auch in etwa so ein bisschen für die fahrerische Qualität dann immer. Ja. Also ich auf dem letzten, meinst du? Ja, alles klar. Ja, da müsste Kai aber noch weiter hinten sein. Sag mal. Kleiner Real Talk. Armer Junge. Kleiner Real Talk, vor allem. Ihr habt euch ja auch gerne. Meinst du die Zeit? Gerade die lieben sich, weißt du das nicht? Ich bin ein bisschen überrascht, bist du krank? Auf 7, gleich dann auf 8. Ja, nee, sind ja 1,5 Sekunden, das ist ja schon. Im Q2 kommt dann wieder der Absturz, sagst du. Jetzt wird Ray 2 Sektorbestzeiten. Ja, dafür letzten Sektor verkackt. Aber jetzt hast du schon mal 2 Sektorbestzeiten, das ist nicht cool. Geht auch nicht darum, die schnellste Rundenzeit zu fahren, Hauptsache, wer hat die meisten Sektorbestzeiten, ja. Das ist korrekt. Letzten Sektor habe ich jetzt nämlich richtig liegen lassen. Ja. Du bist auf ja, was richtig jetzt liegen lassen, letzten Sektor. So Bestzeiten sind es auch nicht, es ist nah dran an der Bestzeit. Also wie eng das ist in den ersten beiden Sektoren, ist schon krass. Ja, wird ein spannendes Shootout nachher. Aber die roten Reifen, die gehen eigentlich, ne? So von der Haltbarkeit. Ja, der Abrieb ist hier nicht so krass. Warte mal, Michael, wir sind auch dieselbe Zeit im mittleren Sektor gefahren. Uiuiui. Was ist denn hier los? Moment mal. Ja. Das ist ja super. Oh. Sieht so einen schlechten Film so. Ich glaube, das kannst du nicht schreiben. Boah, das war scheiße. Ich finde einfach diese Atmosphäre hier mit diesem Sonntaggang einfach mega geil. Hm. Ja, hat was auf jeden Fall. Apropos Atmosphäre, The Crew 2 angekündigt, frage ich mich, wo es hingeht. Naja, wo sollst du hingehen? Wer ist angekündigt? Südamerika. The Crew 2 war gestern. Ach, hab ich gar nicht mitbekommen, ey. Ja, gestern hat Ubisoft generell rausgehauen. Far Cry 5 wurde auch noch angekündigt. Dann muss ja The Crew offensichtlich erfolgreich genug gewesen sein. Ja, verkauft wurde sich sicherlich nicht schlecht. War ja auch kein schlechtes Spiel, so bis auf die Physik.
Was war denn das so für eine gesehen, Reaktion ja. Jetzt? Ich meine, es ist ja in die Geschichte eingegangen, mehr oder weniger auch. Ich meine, dass sie da die USA nachgebaut haben. Jetzt? Das war schon aller Ehren wert. Er hat 12 Millionen Spieler, wurde irgendwo geschrieben. Was? Ich habe Janus aber auch teilweise verschenkt, das Spiel, ne, muss man dazu sagen. Ja, on, aber. Schade. Habt ihr das gerade gesehen bei mir, was der gemacht hat? Ja, ich hab's gesehen. Recht cool. Weiß ich, fahr extra rechts und er zieht einfach rüber, dass ich nicht rechts fahren kann. Richtiger Assi-Move. Hätten sie The Crew damals so rausgebracht, wie sie es mit dem letzten Update dann noch aufgefrischt haben und so, ne? Das wäre. Dann hätte sie es auch noch mehr verkauft. Also ich denke mal, The Crew 2 wird schon vieles besser machen. Also kann man schon mal gespannt sein. Die Physik muss sich vor allem verbessern. Das ist das größte Manko. Und halt, ja gut, Story muss man halt keinen Wert drauf legen, aber. Oh, Michel. Das Reifen warm, oder wie? Man könnte ja, auch gewisse Sachen. Michel, fahr dann über die Linie, geht schneller. Ja, ich fahr über die Linie, ja. Man könnte auch auf gewisse Obi-typische Sachen verzichten, so diese Türme, damit du halt die Umgebung freischaltest oder so. Ja. Das hatte das Spiel ja auch. Da steckt ja diese Ubisoft-Formel auch drin, ne? Mhm. Aber ich fand es tatsächlich, was es besser macht als ein Forza zum Beispiel, als es rauskam, du musstest halt wirklich für deine Autos viel machen, dass du dir die leisten konntest. So. Ja, man muss halt dazu auch sagen, bei Forza ist es so, manche wollen das ja so bei Forza haben, aber Forza war eigentlich nie dieses... Ich sammle das Geld, damit ich mir Autos und Tuningteile leisten kann, sondern Forza war eigentlich schon immer, wir haben eine riesen Autoauswahl. Mhm. Klar gibt's Credits, finde ich auch wichtig, dass irgendwo irgendein Bezahlsystem gibt, aber prinzipiell hast du die Möglichkeit, eigentlich alles irgendwie zu fahren, auf was du Lust hast. Natürlich, wenn du alles fahren willst, brauchst du halt das Geld, ja. Aber so prinzipiell kannst du halt schon mal eine gute Grundauswahl dir auch locker leisten. Und das war einfach so immer die Aussage eigentlich von Forza. Deswegen finde ich das jetzt nicht schlimm. Bei Forza. Aber klar, wenn man halt sowas will, dann ist man halt bei Forza nicht so gut mitbedient. Aber dann kauft man sich die Autos halt einfach nicht. Ich war am Anfang schon echt ein bisschen gehypt so von The Crew damals. Es hat dann. Ich hab's auch komplett durchgespielt. Das spricht auch schon mal dafür und. Hatte schon nette Ideen. So ein Roadtrip geht immer. Ja, das ist halt das, was das Spiel halt am besten kann. Ja, mich hat tatsächlich bei The Crew, muss ich sagen. Die Grundideen und so und vieles haben sie echt gut gemacht, aber dieser letzte Funke ist bei mir nie angekommen irgendwie und dann halt noch diese Fahrphysik, die halt mir auch absolut nicht gefallen hat. Ja, das besser halt auch so ein Feedback als Forza. Kann ich nicht bestätigen. Mit Lenkrad war das gar nicht mal so schlecht, fand ich. Ich hab das mit dem G. Ja, Lenkrad kann ich nichts sagen, aber Controller war, naja. Also mit Lenkrad war schon geil, weil ich hatte dann diesen Saline nachher und mit dem geilen Kompressor und so und dann mit Lenkrad so ein bisschen durch die USA einfach mit so einem Saline fahren, das hat schon was gehabt so, aber es war noch nicht ganz perfekt. Ich denke mal, wenn sie die Rezeptur noch verfeinern und das noch ein bisschen mehr mit Leben füllen so fürs Late Game, sag ich mal auch, und die Story noch ein bisschen anreichern, dann kann das richtig geil werden, glaube ich. Was ich halt geil fände, gut, das macht auch, finde ich persönlich, Forza, für mich persönlich zumindest falsch, da gibt's halt haufenweise Symbole, dass du das hier und da machen kannst. Was ich aber zum Beispiel cool fand, wo ich das System am besten fand, war Burnout Paradise, wo du halt wirklich auch alles selbst entdecken musstest mit den ganzen gelben Toren, mit den Supersprüngen, den Werbetafeln und so. Ich würde mir wünschen, gut, das ist vielleicht bei so einer... Ich lass dich vorbei. Okay. Bei so einer... Wollte jetzt nämlich genau darüber ziehen und überholen. Es ist bei so einer großen Map wie The Crew vielleicht schwer umzusetzen, aber ich fände dieses Entdeckertum ganz geil. So ein bisschen wie es auch Zelda Breath of the Wild gemacht hat. Mhm. Du halt nicht auf alles hingewiesen wirst, sondern vielleicht die Symbole hast, nachdem du es freigeschaltet hast. Weil ich meine, gut, sie hatten ja diese Wracks, die man da finden konnte, diese Hot Rods, ne? Hm? Apropos Wracks, die man finden konnte, da fand ich ja PDU 2 auch geil. Überall die Frackteile verstreut waren, wo du dann dein Auto zusammengebaut hast. Ich meine, was halt natürlich die Crew extrem helfen würde, weil es halt so eine Open World ist und so weiter, müssen sich halt auch an anderen erfolgreichen Open Worlds orientieren, wie zum Beispiel Skyrim. Also, sie sollten halt auf jeden Fall Drachen haben. Also, das würde das auf jeden Fall bereichern. Erfolgsrezept. Ja. Ich habe so damit gerechnet, dass das kommt. Ich plädiere ja schon seit Jahren für ein Fantasy-Rennspiel, wo du auf Drachen reiten kannst. Mit so Kutschen und so.
Ja. Boah, das wäre geil. Eigentlich hätte es schon was. So ein Drachenrennspiel, weißt du, wo du so verschiedene Drachen hast und dann so Rennen machen musst und so. Das ist bestimmt geil. Gab's noch nie, hat noch keiner gemacht. Mit Upgrade, Feuerspeier und lauter so Sachen. Ja, man sagt ja, es gibt ja schon alles, aber es gibt tatsächlich auch Sachen, die gibt's noch nicht. Ja, das stimmt. Doch. Ja, wer weiß. So ganz schlecht Indie-technisch umgesetzt. Ja, so als Funracer einfach, weißt du? So. Eine kleine Drachenrennsimulation, das wäre schwierig, glaube ich. Vor allem, ja, wo willst du die Simulationsdaten für Daten verlassen? Hogwarts oder wie? Hogwarts, ja. Ja, so ein Besenrennen wäre doch geil. Die sollen eine Neuauflage von Star Wars Racer machen, das wäre geil. Pod Racer. Mhm. Ja, das hieß ja aber Racer. Das hieß ja Star Wars Episode 1 Racer, glaube ich, oder sowas. Das habe ich damals auf der N64 immer gesuchtet. Ich fand das mega geil. So Durchschnittsgeschwindigkeit von 600-700 km/h hat gerockt. Ich würde mir aber da noch Zombies wünschen, das wäre geil. Ja, klar. Zombies gehören überall hin. Nazi-Zombies aber. Wenn dann. The Walking Star Wars. Ja. Oder ein Rennspiel mit Panzern. Ja gut, das kannst du ja schon bei World of Tanks machen, aber Panzerschlamm fahren. Die hatten ja einen Race-Mode mal als Fun-Event, wo du ein Rennen fahren konntest. Ja, das war geil. Quasi so, kannst du vorstellen wie bei Race of Champions, diese Spuren nebeneinander? Nur, dass halt kein Rundkursrennen war, sondern halt schon von A bis B, aber die Spuren waren halt immer nebeneinander und sind auch so über Kreuz gegangen. Und es war immer ein Teamrennen, also immer, ich glaube, 3 oder 4 Leute gegen andere 3 oder 4 Leute. Dann konntest du halt immer so auf die andere Bahn rüberschießen und so, und das war geil. Der fährt auf den Softs 1.32.0 in Post. Bin gerade etwas überrascht, tatsächlich. Überrascht, der Viper. Hä, jetzt ernsthaft? Ja. Reicht eine 1.33.0 mit Softs, um sich zu qualifizieren? Ich hab nicht geguckt, was die so fahren, aber... Gut, wir sind halt heute 8 Leute, oder? Ja. Könnte knapp werden dann. Muss halt auf jeden Fall gucken, dass du schneller als die Uhr stehen. 1, 2, jawoll! Geht doch. Das macht ihr mir wieder so viel Druck, weil ich wieder warte und dann schon sehe, was ihr gefahren habt und dann muss ich abliefern. Jetzt sind Reifen schon. Ich bin ganz vorsichtig. Ich wollte gerade schon wieder voll durchbeschleunigen, aber jetzt ist mir eingefallen, das ist ja der Reifen der, ne? Das ist der Reifen der, ja. Ja. Cruise ich auch schon rum. Oh, hinten rechts 6%, ey, scheiße, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Fuck. Mann! Scheiß KI, Mann. Ja, aber hinten Absturz. Links habe ich 6%. Oh, jetzt hat er auch hinten links 6% auf einmal. Was ich immer sehr lustig finde, ist, wenn das direkt 2% hochspringt. Und ja, das ist bei mir auch gerade. Ja, mach das Spiel gerne mal. Ich bin gerade über so einen Hubbel einfach ein bisschen rübergefahren und dann hinten links von 4 auf 6%, ey. Ja, jetzt bin ich auch hinten bei beiden auf 6. In 2015 hatten wir doch ein Regenrennen, oder nicht? Hier ein paar rein. Ich meine halt so am Anfang, so 2 Runden hat es geregnet oder so. Kann ja, es Test war auf jeden Fall feucht. Im Test hatten wir Regen, genau, sowas. Michel Zweiler, bist du schon gefahren, Dave? Nö, ich fahr gerade noch raus. Okay. So ich bin den alten Satz nochmal gefahren. Okay. Ach so. Ich wollte schon sagen. Ja, es wird ein bisschen dunkler. Strecke kühlt ab, Motor kriegt mehr Leistung, dank Turbo. So ist es. Ich glaube, sowas ist nicht mitberechnet, glaube ich. Nee, das wäre, glaube ich, too much. Cool wäre es aber tatsächlich. Stimmt. Streckentemperatur und wirklich auch solche Motorleistungssachen von der Temperatur abhängig und so weiter. Project Cars 2 will das ja angeblich alles. Ja, das, da glaube ich, die haben ja schon beim ersten Teil mit Temperaturen viel gespielt und so. Ja. Das ist auch echt der Next Step einfach, dass wirklich dann alles simuliert wird, was auch in der echten Welt relevant ist. Gab's ja bei den alten Mercedes, waren das die Trommelbremsen oder wie hießen die nochmal? Ja, ist richtig. Trommelbremsen gab's, ja.
die sind doch total überhitzt nach 3-4 Runden oder so bei dem Auto. Und da gibt es so einen YouTuber, Viper Concept heißt der. Ja, er ist da, Viper. Ja, fährt bei Williams. Der ist auch hier, der macht ja mit bei uns. Ich finde, der hat ein sehr lustiges Kanalkonzept, weil der kommentiert die Videos zwar nicht, aber der schreibt quasi die Kommentare immer so ins Video rein. Okay. Als kleine Textdokumente. Und, also deswegen sagt Viper nie was im Rennen, alles klar. Und okay. Das war dann quasi so ein Rennevent, wo der den alten Mercedes gefahren ist online und die anderen hatten nach 2 Runden oder so schon Bremsprobleme und es waren 4-5 Runden Rennen und ja, irgendwann hat es auch ihn so ein bisschen erwischt, aber da ging es eigentlich nur noch darum, wer kühlt seine Bremsen am besten ab. Das war auch halt Project Cars. Ah, okay. Ja, ich sag mal, als die erste Project Cars hat auch eine große Fangemeinde. Kann man nicht unterschätzen. Ja, sagen wir so, auf dem PC ist es gut, auf der Konsole finde ich es gar nicht gut. Boah, da musst du aber nur die richtigen Leute fragen, du. Ich wollte gerade sagen, da kenne ich einen. Ja, jeder hat im Endeffekt ja seine eigene Meinung, von dem her. Wie ist es auch, wenn einer sagt, das ist das Überspiel? Das langt, glaube ich, um weiterzukommen. Ach nein, 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 nein! Machst du? Ich fahre gerade mit meinen Reifen raus. Ich fahre mit meinen. Ich starte das Rennreifen jetzt gerade nochmal raus. Ich wollte eigentlich nochmal auf den alten roten Satz wechseln, aber jetzt fahre ich nochmal eine Ehrenrunde mit meinen Reifen, die ich eigentlich fürs Rennen brauche. wenn du super langsam fährst, kommt nichts dazu. Nee, ich glaube auch, da kommt nichts dazu. Das ist easy. Das ist dumm. Ich glaube, bei mir reicht's. 33-0, ich glaube, die reicht. Hi, kleine Randnotiz, ich guck dir zu. Zwischen mir und Rang 10 sind 1,6 Sekunden. Alle in den Dritten. Jetzt habe ich die, ich hoffe, mit dem bin ich schneller. Wie kannst du jetzt schon alle Reifen kaputt haben? Ja, aus dem Q1 den roten kaputt, den zweiten roten gerade kaputt gefahren, weil ich eine zweite Runde drangehängt habe, aber die KI die Runde kaputt gemacht hat. Alter! Team Radio. Und die sind jetzt auch man fährt 160 und das fühlt sich an wie 30. Team Radio aus. Ja, da ist irgendeine Kurve, die lässt die Reifen sofort um 2% nach oben springen irgendwie. Jetzt ist gerade mein Reifen vorne links von 4 auf 6 gesprungen. Die gleiche Kurve, gleicher Bump wie hier vorhin. Wer auch immer auf Start, Ziel ist Vorsicht, hier ist auch. Hier ist viel Verkehr. Ja, ich sehe es. Ich bin sowieso gerade über die Linie gefahren, also fahre jetzt wieder rein. Team Funk an, ich habe deine Frage leider nicht verstanden. Ich war gerade im Tunnel. Team Funk Ende. Ach, Scooby, ja, auch. Team Funk an, welche Härtegrad du ausgewählt hast von. Weich, normal oder härter? Ich sehe da keiner hinter mir auf der Strecke war. Team Radio aus. Team Radio, ausgewogen. Jemand auf einer schnellen oder? Team Funk Ende. Nee. Das KI vor dir? Team Radio, okay. Wahrscheinlich. Verstanden. Ende. Viel Spaß. Ach, war das dumm. Du bist auch auf der langsamen Runde. Wir sind alle auf einer langsamen Runde. Schleichen hier zu dritt gerade rum. Aber ich habe kein Benzin mehr. Wer schleicht dann auch mit uns beiden rum? Dave. Jo. Ja, kannst direkt vergessen hier. 15. Fick dich. Bin ich jetzt schuld, oder was? Nein, nicht du. Genau nicht du, aber die anderen hinter dir. Achso. Müssen wir nur noch was sagen müssen, hören. Weil ich wusste, konntest du es nicht einschätzen, ob du auf einer langsamen Runde bist, oder... Nee, bei dir war alles in Ordnung, aber die hinter dir, die Kollegen Schnürschuder, die meinen, die Schlangenlinien zu fahren. Ich meine, den Toro Rosso Schnürschuh. Ja, geht auf einmal rüber. Okay, meine Reifen haben es überlebt. Jetzt überhol die doch noch alle schnell, dann kannst du noch eine dran setzen. Ja, da bremst er direkt. Ray, wo bist du denn unterwegs auf der Strecke? Anfang Sektor, Ende Sektor 2. Okay, also bist du mal wieder nicht gelb bei mir. Base, was fährst du gerade? Ich bin der die ganze Zeit die gelben Flaggen. Ich war gerade gelb. Selbe Problem habe ich auch, Cookie. Gelbe Flagge weil bedeutet ist nämlich übrigens, gerade in die Box. Vorsicht, hier fährt ein Renault. Ja, das ist klar. Achso, okay. Wisst ihr Bescheid? Ja, die besticken jetzt überall auf die gelben Flaggen noch diesen Renault-Diamanten drauf. Ja. Das ist nur die Frage: in Schwarz für 2016 oder in Weiß für 2017? Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage. Ich bin für Pink.
bietet euch was. Schwarzes Bett. Aber das Force India Design sieht am 216er Auto auch gar nicht mal so blöd aus. BWT. Mhm. Das stimmt. Ich habe ja auch die 217er Skins drauf. Ja, ich. 2 Minuten. Ich okay. Größtenteils auch, abgesehen von Mercedes, Red Bull und Ferrari, die bei mir einen Custom Mod haben. Und Männer. Also ich glaube, das könnte noch eine spannende Geschichte werden, wenn Dave nicht wieder auf einmal die Explosion raushaut. Ich bin aktuell 7. Aber zu Rang 10 sind immer noch 0,8 Sekunden. Ich glaube, die KI ist hier auch nicht so stark. Für Kai wird's eng, der ist 10. Es regnet nicht, also kann schon mal kein Zeitenbug entstehen. Im Normalfall. Mir heute aufgefallen ist, wenn man die zwei Silben von Bahncard umtauscht, dann hat man Kartbahn. Das ist ziemlich geil. Meinst Bahncard. Du kriegst mit einer Bahncard 100 eine Kartbahn 100? Egal. 001. Ja, dann kriegt er 100 Kartbahnen. Oh, das wäre geil. Interessant finde ich wieder, 3 verschiedene Sektor-Bestzeiten haben wir am Stissel. Habe ich auch eine? Oh. Ja, ja, im ersten. Ja, oh, Michael, nice. Die erste, da hat er abgekürzt, hat er gesagt. Ja, aber Ray, du bist im zweiten Sektor 0,6 Sekunden schneller wie ich. Ja, passiert. Ich bin sogar, sogar 0,6 Sekunden schneller als Michel im zweiten Sektor. Ja, Michel und ich sind ziemlich gleich. Aber der zweite Sektor ist eigentlich gar nicht so meins hier. Also der gefällt mir eigentlich hier gar nicht, muss ich sagen. Ah, mich jetzt sogar wundert. Mag den dritten Sektor nicht, das ist interessant. Ja, der gute dritte Sektor sind 2 Kurven. Ja, also. Aber 2 schwierige Kurven, muss man sagen. Ich würde sagen, erster Sektor ist McLaren hoch halt. Aber. Ich sag mal, mit dem Supersoft ab 45% wird's echt schwammig. Reifen ab wie viel Prozent? Oder? Ab 45%. Ich habe jetzt gerade 45% auf den roten. Das ist nicht mehr geil. Ja, ab da fängt ja auch hol meistens an, wirklich langsam zu werden. Ab 45 so, würde ich behaupten. Holst du in Q2 einen Long Run nach? Ja. Hab Training zu wenig gefahren. Mach mal halt mal im Quali. Ich habe ja noch einen Satz kaputter Rotor. Die benutze ich jetzt nochmal. Schnell sind die auf 45 hochgegangen. Du bist doch nur 2 Runden jetzt gefahren. Nee, ich bin die doch schon im Q1 gefahren. Ja, aber wie viel bist denn da gefahren? 3-4 Runden? 5? 6? Okay, okay. 6, 7, 8, 10. Ich bin zweimal rausgefahren, glaube ich, schon im Q1 mit denen. Philipp, aber nur 7% auf den Reifen, also geht noch. Oha. Wenn dann nachher nicht der Überlenk-Lodi am Start ist? Nee, der ist tot, aber der Schnelle, den gibt's noch nicht. Achso, Benzin oder was? Achso, ja, Benzin. Boah, und der Steuern des Todes. Ja, so eins, da siehst du mal. Ich find's gerade, merke ich gerade sehr unfair, dass der McLaren die Spiegel viel höher hat als der Renault. Das heißt, du siehst die Spiegel viel besser. Ja, da haben die Ingenieure richtig gut gebaut. Ja, und haben sie nachgedacht. Autos haben sie das Overlay halt mal gleich mal einberechnet. Deswegen ist er so langsam, weil die Aerodynamik da im Eimer ist. Ist klar. McLaren denkt halt an E-Sportler und... Ja. Ja, Mercedes hat das nämlich auch. Die haben auch so hohe Spiegel auf jeden Fall. Habe ich gesehen. Ich habe es mir jetzt so eingestellt, dass ich die Spiegel vor dem ganzen Scheiß habe. Ja, aber trotzdem, bei Renault sind die tiefer. Ja, das stimmt ich hab schon. Weil ich habe die Kamera nämlich erst kürzlich in der Karriere nochmal geändert auf einen Männer, weil ich ja da den Männer fahre. Und da passt es gerade so. Und jetzt beim Renault passt nämlich wieder gar nicht. Und das hieß wenn fast ich das jetzt gerade bei Michel sehe, ist es... zu krass sogar, also. Ja, wobei jetzt bei Michel ist so, dass ich zu weit hinten bin, dass ich in einem in der Luftansaugung drin bin. Ja, ist ja okay, immer frische Luft und so. Ja, es ist je nachdem, wie man die Kamera verstellt, ne? Ja. Aber ich meine, früher musstest du ja noch die ganzen XML-Dateien anpassen, das ist mittlerweile ja schon ein bisschen komfortabler. Ah, so. Ja. Mimi startet auf Supersofts, interessant. Der Rest alles auf Softs. Aber die Ferraris sind echt scheiße stark in unserer Karriere, ist das oder in unserer Koop, ist euch schon mal aufgefallen? Also ist echt heftig. Mhm. Bestes Team. Ja. Ist das bestes Team, ne? Ja, eben. Ist das nicht gerade das erste Mal, dass wir alle in Q8 sind? 3? Ja, alle. Das haben wir doch letztes Mal schon gesagt, oder nicht? Stimmt. Ja, da waren wir nicht dabei. Okay, jetzt ist Lukas auch wieder nicht dabei, sind wir auch nicht alle drin. Ja, gut. Ja. Also jetzt echt 8 Mann im Q3. Ja, mega. Boah, das wäre eine interessante Gesichtsgeschichte gleich. Ja, ist ja geil. Ray, wir warten alle auf dich.
Ach so, sorry. Ja, ist jetzt eh rum. Also letztes Jahr war es das langweiligste Rennen der Koop-Saison, würde ich schon fast sagen. Bahrain? Ja. Ich weiß gar nicht, da hat Hasse gewonnen, oder? Ja. Der Dom hat einen Unfall gehabt, das weiß ich noch. Gut. Wenn man das jetzt sagen müsste, einfach per Zufall, dann, ja, egal, ich sag das nicht. Ist nicht böse gemeint. Liebe Grüße an den Tom. Eventuell hätte Hamilton die Ferrari besiegen können, wenn er sich nicht selbst abgeschossen hätte. Ja, wahrscheinlich schon. Also. Hatte hier nicht Lukas auch so einen schweren Unfall, war irgendwie einem Bug irgendwie? Ja, auf den Körper gefahren und dann hat sie in die Luft geschleudert. Ja, ah, genau. Stimmt, ja, da gab es ja so einen komischen Bug. Ja, ja, der ist in die Luft geflogen. So. Nicht vor Freude, aber. Jetzt geht's mal raus. Oh nee. Und nachher geht's mal rein. Oh Gott, bitte. So, jetzt geht's um die Wurst. Ja. Was ist denn das für ein Sarg hier? Oh. Ja. Die Strecke mehr Höhen unterschiedlich als der Witz. Ich wollte mitmachen bei den schlechten Witzen. Oh, schön. Der hat bei mir auch tatsächlich. Der hat bei mir tatsächlich auch einen Moment gedauert. Ja, bei mir hat es auch gedauert. Ich hab wusste sofort, was Sache ist. Vor allem bei der Aussprache kann man entweder Sack oder Sarg verstehen. Also ja, ich hab Sarg verstanden, dann denke ich mir schon, alter, wer ist denn hier gestorben? Ja, wahrscheinlich Gutierrez nach dem Maldonado-Crash so ein bisschen. Ach, der Roller Stroll, nachdem ihm Carlos Sainz abgerammt hat. Oh, stimmt, ja. Das sieht so geil aus, wie mit den Lichtern. Stimmt, Nachtrennen haben schon was. Also. Na gut, Reflexion habe ich jetzt zwar nicht, aber gut. Oh, Entschuldigung. Ja, kein Problem, ich habe den KI-Fahrer davor nicht gesehen. Ja, den habe ich nämlich auch gesehen. Carlos Sainz ist so ein bisschen dieses Jahr das, was Vettel letztes Jahr war. Irgendwie unabhängig von der Schuld über alle Situationen beschweren. Fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen unwohl, dass er neu in Toro Rosso hockt. So, viel Erfolg auf euren schnellen Runden jetzt. Ja, ebenso. Gleichfalls. Oh, ich habe einen KI vor mir, ja. Verdammt. Dammt. Ja! Oha. Michael, was hast du für eine Zeit? Och, Mann. 1,31,3. 1,1 und weiter? 0,6. Ah. 8,1 meine ich. Habe ich am Ende. Ich hatte Windschatten vom Vettel. Du. Ich spare mir jetzt mal einen Kommentar. Ja, ich musste aber geschickt sein, um es auch nutzen zu können, weil es war echt tricky teilweise. Bist du gerade auf einer schnellen Runde? Halb so. Nee, eher nicht. Schaffe ich nicht mehr. Mir fängt im Hintergrund mein Hund an zu bellen. Ich muss mal sofort los. Hört man aber nicht. Ja, die ist so klein, die hört man auch so nicht. Vorst nachher heißt, ich habe abgekürzt. Ich habe gerade in der Outlap abgekürzt, meine ich.
Bei unserem Hund ist auch so, den hörst du erst, bevor du ihn dann irgendwann mal siehst. Was hast du für einen Hund, Dave? Das ist so eine Art Chihuahua. Ah, so eine Fußhupe, okay. Ja. Machen die Kleinsten nicht immer am meisten Krach? Ja. Ja, die willkommen haben so eine, im Club, Dave. Die haben so eine doofe Frequenz. Haben nämlich auch einen Chihuahua. Ja, das Problem ist, dass die Kleinen auch immer denken, sie sind die Großen. Kommt also auf den Charakter des Hundes an. Ja, natürlich, aber sie so, können ihre Größe nicht so ganz einschätzen. Meine Hündin ist super lieb und super ruhig, also... Es gibt ja auch große Hunde, die sagen, ja... Ja, alles normal, aber das Problem ist einfach, dass sie ihre Größe nicht einschätzen können und dann auch mal gegen die Größeren aufmucken. Der größte Hund hier ist Philipp. Ach, da ist ja gerade der Benny. Benny in the Box. Nee, meine ist auch total brav, die will nur manchmal irgendwas und dann fängt sie an zu bellen. Ich glaube, jetzt will sie wahrscheinlich in den Balkon gehen. Auf den Balkon. In den Balkon, ja. In den Balkon, in das Holz rein. Bin gleich da. Wir haben einen Kater. Der ist auch nett. Ja, Wochenends auch, ja. Das Einzige, was nicht so nett ist, ist, wenn er ins Katzenklo macht. Das ist so, auch, ja. So barbarischer Gestank. Ja, das wartet ihr jetzt noch mit eurem zweiten Outing oder geht ihr gleich raus? Sofort raus. Guck mal, 5 Minuten 25, schnell raus. Ey, wenn das... Paul wäre natürlich mega, aber ich glaube, dass Dave oder Viper da auf jeden Fall noch einen draufsetzen. Mindestens. Oder der Ray vielleicht auch noch. Der Pace vielleicht der auch. Der ist denn eigentlich auf Rang 2, 3... Achso. Ja. Okay, Dave, ja, der Viper wird noch mal, und... Der packt auf jeden Fall noch eine Runde aus gleich. Wo ist Benny aktuell? Ach da. Hinter Kai hat Pillen geschmissen, glaube ich, deswegen ist er halt gut. Auch 3 Stück. Blauen. Also Viagra, schön. Yeah. Überschüssiges Blut vom Gehirn weg. Welches Gehirn? Ja, aber im E-Sport ist Doping auch ein Thema, ne? Also, ist gar nicht so weit hergeholt hier. Dann würde ich mich aber schämen. Wäre ich dann noch so schlecht. Schlecht. Eine Sekunde hinten dran, immerhin. Ja, Michael, du bist überall in Sektor 1 und 2 schneller als ich. Nur in Sektor 3 hole ich 200. Da, wo eigentlich der Vettel-Windschatten war, aber er hat halt so scheiße gebremst. Hm. Letzte Kurve, da habe ich dann wieder Zeit verloren, aber davor habe ich halt ein bisschen Windschatten geleacht von ihm. Ja. War schon haucheng bei uns gerade. Ah, hast du spät gebremst, egal. Outlap. So, jetzt auch mal auf Fett stellen, dann wird's gleich noch besser die Runde. So, ich geh jetzt mal in die Runde. Klar. So, ihr fährt mit Fett, ist ja unfair. So, nochmal alle Konzentrationsreserven. Danke. Philipp, ich guck dir zu. Oha. Ja. Aber nervös du. Der Druck wächst. Ah, gute Linie. Ja, oder? Ja. Jetzt fährt die KI genau raus. Ich muss jetzt Gas geben. Sonst ist das hier nichts. Scheiße.
Hey, die wird mir genau die Runde versauen. Ja, moin. Ach, schon wieder Arschleck-Feeling. Was hast du? Arschleck-Feeling. Okay. Ist registriert. Es gibt für alles einen Fetisch. Ja, ein Fehler an Sektor 2. Ja. Hast du schon wieder Windschatten gehabt? Nee, ohne. Krass, Alter, dann bist du. Was hast du jetzt gemacht, ey? Keine Ahnung. Ja, nein, ich hab einen groben Fehler an Sektor 2 gemacht. Das hat mich 2 Zehntel gekostet, aber du bist ja nochmal 4 Zehntel schneller. Leck mich am Arsch. Glückwunsch auf jeden Fall schon mal, ob es jetzt für Pol reicht oder nicht. Starke Zeit. Kommen noch ein paar. Naja, ich hab großen Fehler an Sektor 2 gemacht, leider. Damit ist die Zeit verkackt. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr schneller. Oh, schade. Verdammt. Oh, ich war zwischendurch sogar 14 schneller im Delta. Oh, leider hat mich Benny noch gekriegt. Aber jetzt ist gerade richtig Nacht, ey. Ja. Draußen wird's auch immer dunkler. Bei mir ist schon finster hier. Wobei, es wird doch nochmal besser. Aber reicht nicht. Ja, reicht auch für Platz 2. Ah, dieser Drecksfehler, ich den nicht gemacht. Schade. Nein! Ah! Scheiße. Wow, letzter. Agenten. Letzter im Sinne von 10. oder letzter im Sinne von 8. 8. Nazi-Platz. Oh, letzter Sektor rausgehauen. Fehler gemacht. Ich muss noch zittern. Jetzt kommt der Dave gleich noch. Ja. Und Dave zittert auch. Glaube ich nicht, dass der zittert. Viper auch noch über schnellste Runde? Oder nein. Auch schnell? Nein. Okay. Ich würde jetzt gerne meinen Puls messen, wie Elton bei Stefan Raab immer. Da ist Dave. Boah, bremst er sich aggressiv da rein. Na, bleibt der Reifen stehen. Genommen. Und. Ja, ja. Er hat's geschafft. War klar. 1,30,5. 1,30,5. Alter, ich fass mir an den Kopf. Ja, das war klar. Das hat man klar gehört. Echt? Ja. Oh, sorry. Ja, klar, ich gewinne das Rennen heute. Ja. Nice. Ich aber hatte in der ersten geil. Runde 3 große Fehler drin. Die habe ich jetzt nicht gemacht, war okay. Ich muss sagen, meine Runde war auch. Meine leider nicht. Gratuliere, Michel. Ja. Ja, nice, ey. So, diesmal wollen wir beide dieses Mal vielleicht 20 Runden auf Soft durchfahren. Ja, ich 19. Ich habe ja eine Zusatzrunde absolviert. Twitcht bei euch auch die ganze Zeit? Ja, irgendwie ist da gerade was kaputt gegangen. Nicht, dass wir das Qualifying jetzt mal wiederholen müssen, ey. Das wäre so bitter. Oh, bitte nicht. Hab ich nichts dagegen. Was passiert hier? So, man kann es auch nicht unterbrechen, ne? Epilepsie. Alter, was ist los? Ja, vor allem selbst wenn du ins Menü gehst, hast du das, ne? Ja. Weiß jemand, wie lange es noch geht? Aus Erfahrung weiß ich, hört gleich auf, in einer Minute. Viper wird angeschoben bei mir. Echt? Ich glaub, um den Zuschauer das angenehmer zu machen, blende ich jetzt einfach mal ein schwarzes Bild ein. Weil es, glaube ich, angenehmer wie das, was ihr jetzt gerade seht. Ja, das braucht man sich nicht wirklich angucken, ne. Oder von so einem... Was Schönes aus, so ein Häschenwiese. Einhorn. Benni, was ist du eigentlich für eine Zeit gefahren? 1,31,8. 0,7. Aber den Bug hatten wir noch nie, ne? Okay, dann waren wir innerhalb von 0,1 Sekunde. Nee, ja. Den hatten wir noch nie tatsächlich. Und so ein schönes Baguette oder so. Gut. Den habe ich aber so auch noch nie gesehen. Auf jeden Fall cool. Wenn man ein Beat drunter legt, das könnte recht rhythmisch sein. Wir waren 33.000 Spiele drin. Das ist der Formel 1, ja, die Formel 1 Remix, Gottesanbetung. Ja. Vettel kann es geschafft, V6 Viper Turbo zu überholen. Oh mein Gott.
Aber es ist echt so eine Compilation gerade hier, weil alle Motoren ja einmal. Jetzt ist es. Ah! Der Renault hat noch gefehlt. Halleluja. Alter, eine halbe, ich glaub's nicht, eine halbe Sekunde einfach. Das ist schon krass, ja. Alter, ey. Vor allem, ich dachte mir so, ich bin nah dran, jetzt bin ich doch wieder 1,3 Sekunden fast zurück. Ja, Benni, sehr, sehr gute Leistung. Das sieht doch sehr gut aus. Aber das sieht man mal, dass selbst bei uns ein Fehler, also jetzt ausgenommen von Dave, ein Fehler tatsächlich schon ein, zwei Plätze ausmachen kann. Das ist echt krass, ja. Also ich sag mal so, Gratulation zu deiner Zeit übrigens. Ist echt stark. Ja, ich bin auch sehr stolz. Weil ich aber zwei gute Zeiten abgeliefert. Alles klar, Leute. Also direkt am Start mal abschießen, machen wir so. Wollen wir in die Teambesprechung? Ja, Viper muss moven. Dave kommt dann heute zu mir, oder was? Genau. Ja, wenn er bei dir wir machen fährt, ja dann schon auf, wir machen schon auch weiter, ne? Alles klar. Ja, können wir machen, ja. Ja. So. Ich fange dann an zu moven. Aber hier Thema Fehler. Ich war mit meiner ersten Runde, wäre ich auch nur auf der 5 dann gewesen. Also ich habe die ja so. Ja, nee. Klar, wenn man es dann halt zusammenbekommt. Also bei mir war es tatsächlich ein grober Fehler in Sektor 2, der garantiert 2 Zehntel, vielleicht auch 3 oder 4. Weiß man ja nicht, wie das sich dann nochmal verhält. 9. Aber das hat definitiv Zeit gekostet, auf jeden Fall. Aber ja, die 30,5 wäre das dann, hätte das auch nicht gereicht. Bei mir war es ein grober Schnitzer. Im ersten. Okay, gut. Denied. So. Du. Oh Gott. So, dann sind wir jetzt alleine. Jo, Teambesprechung. Ja, vorweg nochmal an die Zuschauer. Also der Fehler, den ich meine, war bei dieser Haarnadelkurve. Da habe ich ein bisschen zu spät gebremst, kam ein bisschen zu weit raus, kam auf den äußeren Curb. Also das hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Des Weiteren ist es so, das wollte ich jetzt aber hier nicht im Komplettfunk sagen, weil das halt das gewohnte Thema ist. Ich habe halt einfach ab Q2 halt einfach diese Lags oder dieses Freezes. Und wenn ich das jetzt richtig analysiert habe beim Monza-Rennen, ist es halt tatsächlich so, dass die Zeit für mich tatsächlich stehen bleibt. Das heißt, ich kriege das nicht irgendwie wieder dazu oder so. Das heißt, ich hatte in der schnellen Runde, glaube ich, auch 3 oder 4 so Freezes. Ich denke, wäre das auch nicht gewesen, wären da auch nochmal ein paar Zehntel mit drin gewesen. Also ich glaube, von der Speed bin ich echt schnell unterwegs, aber die Freezes haben es mir zu dem Fehler hinzu echt kaputt gemacht. Die Zeit von Dave will ich mir jetzt nicht anmaßen, aber ich glaube auch, dass ich in der 30er-Zeit wäre, glaube ich, dadurch dann drin gewesen. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Ich sage auch gleich schon mal an der Stelle, ich habe noch nicht die Zeit dafür gehabt, bis jetzt diesen Bug zu fixen oder beziehungsweise das Spiel neu zu installieren oder irgendwas, weil ja, ich habe einfach zu viel um die Ohren, das ging einfach nicht anders. Okay. Ja, bei mir war es ja auch so, ich hätte eigentlich zeitenmäßig, ich habe Probleme gehabt mit den 2 Kurven im letzten Sektor, wo es reingeht in den letzten Sektor, wo dann auf die erste Gerade geht. Kurve habe ich sowohl in Q3 im ersten Durchlauf als auch im zweiten Durchlauf versemmelt. Und ja, da geht dann gleich mal einiges an Zeit flöten, wenn du die 2 Kurven nicht richtig fährst. Und das hat mir dann schlussendlich aus dem Platz gegen Benny gekostet. Aber ey, ich bin zufrieden, ich bin auf 7, was will ich mehr? Aber wie sieht jetzt bei dir die Reifenstrategie aus? Also was der schlagt mir jetzt vor Soft Medium, aber ganz ehrlich, am Schluss kann man doch locker easy super soft fahren. Ich fahr Soft Medium Soft. Weil wenn ich noch einen dritten Stint mache und mir die Supersofts hole, wobei ich habe nicht mal mehr frische Supersofts, das ist mein nächstes Problem. Hm. Wäre mit Supersofts um 19 Sekunden langsamer als wie mit Flohnten wären das 20.9. Wie viele Runden schaffen? Ja, die halten da aber schon lang eigentlich. Also ich fahre, ich glaube, ich gehe in Runde 10 oder 11 rein und dann Runde 20 oder 21 und dann halt mit Supersoft den Schluss. Das muss einfach reichen, weil Medium glaube ich nicht, dass ich die brauche. Also ich lasse es. Ja, ich muss mal schauen, wie gesagt, ich habe keinen Supersoft zur Verfügung. Habe ich nicht. Ich habe ja die härtere Reifenmischung gewählt und da war halt Soft, Medium, Soft. Also ich werde definitiv so die Strategie fahren. Vielleicht, dass wenn es gut geht vom Reifenmanagement her und vom Rennen her, wenn es passt, dass ich runtergehe vielleicht auf 1 Stop. Bei die Reifen kann ich im Normalfall ziehen. Eine Stärke, die ich habe, und dann einfach abwarten. Ja, ich werde jetzt auch erstmal fahren, gucken, wie lang es hält, und dann kann man immer noch arrangieren. Und wir haben ja den Luxus, den Teamfunk zu nutzen.
Ich finde das schon irgendwie geil, wenn das die anderen nicht mitkriegen. Ja, es war vorher ein bisschen blöd, weil gerade die waren gerade voll im Redefluss und man hat, glaube ich, gar nicht mitbekommen, was wir gesagt haben. Aber hier ist nochmal im Ruhen. Ja, wir können jetzt halt teamfunken untereinander, ohne dass die anderen mitbekommen. Das heißt, wir können halt nochmal ein bisschen auch was Boxenstoppstrategie angehen, dass wir halt nicht in derselben Runde reingehen und so weiter. Können wir halt im Voraus ein bisschen planen. Beziehungsweise man kann auch machen, wenn man nicht will, dass die anderen mitkriegen, dass man das Wetter abruft. Ist zwar jetzt nicht in den Rennen der Fall, da muss man es glaube ich eh nicht machen. Aber den anderen kannst du das im Boxenfunk sagen. Ja, gerade wenn Wetterwechsel ist, halt wirklich zu sagen, hey, wir gehen die Runde rein oder wir machen das. Ich mein, bestes Beispiel war in der 2015er Saison das Österreich-Rennen. Da haben wir die beste Strategie von allen gehabt, ja. Und, dann wärst du nicht abgeflogen, hätten wir wahrscheinlich sogar einen Doppelsieg oder so vielleicht reingekommen. Also das wieso? Ich bin da nicht abgeflogen, ich bin da abgekegelt worden. Oder abgekegelt, ja, rausgeflogen. Und wie ist der Kollege? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ist ja auch egal. Ansonsten machen wir hier Schluss. Vielen Dank fürs Einschalten. Man sieht sich morgen im Rennen. Ich denke, das wird eine spannende Kiste wieder. Enges Feld. Und schauen wir mal, was passiert. Bis dann. Ciao. Ciao.